Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Der nächste große Datenskandal wird aktuell heiß diskutiert. Die Firma Cambridge Analytica ist an die Daten von 50 Millionen unwissenden Facebook-Nutzern gekommen und hat diese Daten benutzt, um Nutzer im US-Wahlkampf 2016 zu manipulieren. Cambridge Analytica behauptet aber, dass sie völlig legal an die Daten gekommen sind. Facebook steht jetzt in der Kritik, zu lasch mit Userdaten umzugehen. Ein guter Zeitpunkt, einmal über Datenschutz zu sprechen. Welche Daten geben wir preis? Was wissen die großen Internetfirmen über uns? Und wie können wir unsere persönlichen Daten schützen? Darum geht es heute bei What's On. Hallo, meinen Namen möchte ich euch nicht verraten, aber ich sag euch eins. Wer ihr seid, das weiß ich ganz genau. Oder zumindest kann ich es herausfinden. Mit den Informationen, die viele von uns öffentlich auf Instagram, Facebook und Twitter teilen, kann man ganze Bücher füllen. Wir posten freiwillig Fotos von uns, gerne mit Location Tag, markieren unsere Freunde und erzählen dabei von unseren Vorlieben. Wir geben Geburtsdatum, Familienangehörige und unseren Beziehungsstatus bei Facebook an. Und wir lassen uns von Firmen im Netz verfolgen, die wissen, was wir uns gerne anschauen, liken und kaufen. Oft sind unsere Accounts miteinander verlinkt, sodass man die Informationen eines Accounts mit dem anderen kombinieren kann. Auf diese Art und Weise könnte man in der echten Welt schon einige böse Dinge anfangen. Habt ihr schon mal in eurer Instagram-Story Bilder vom Urlaub gepostet? Kombiniert mit eurer Adresse könnte man so einen Einbruch planen, während niemand zu Hause ist. Oder habt ihr schon mal gelivestreamt, wie cool der Club ist, in dem ihr gerade seid? Diese Informationen könnte man nutzen, um euch in betrunkenem Zustand auszurauben. Die Beispiele sind alle recht weit hergeholt, klar. Aber es lohnt sich definitiv darüber nachzudenken, welche Informationen man mit der ganzen Welt teilen sollte. Noch persönlicher sind häufig die Informationen, die wir freiwillig an Unternehmen weitergeben. Beinahe alles, was du online machst, wird verwertet und gespeichert. Zu welchen Zeiten warst du online? Mit wem hast du gechattet? Wo warst du am 29. März 2014? Keine Ahnung? Ich wüsste es ehrlich gesagt auch nicht. Aber Google weiß es, falls du zu diesem Zeitpunkt ein Android-Smartphone in der Tasche hattest. Das ist ziemlich creepy und genau deswegen gibt es das Recht auf Auskunft. Dieses Recht besagt, dass eine Firma, die Daten von dir speichert, dir alle diese Daten auf Anfrage auch bereitstellen muss. Bei Facebook und Google gibt es eine extra Funktion dafür. Mein persönliches Facebook-Profil hat über 0,5 GB an Daten angesammelt. Darunter sind alle meine Chatverläufe, alle Fotos und Videos, wann ich mich eingeloggt habe und seit wann ich mit meinen Freunden auf Facebook befreundet bin. Wenn ihr euch selbst einmal anschauen wollt, was die großen Internetriesen über euch wissen, findet in der Videobeschreibung alle nötigen Links dazu. Dass Plattformen, auf denen man sich angemeldet hat, Daten über ihre Nutzer sammeln, ist vielleicht nicht allzu überraschend. Aber was Webseiten, die man einfach nur beim Surfen im Netz besucht, über einen wissen, ist schon weniger verständlich. Mithilfe von sogenannten Cookies tracken Websites ihre Besucher und nutzen die Daten, um zum Beispiel Profile von Nutzern zu erstellen, ohne dass sich diese je angemeldet hätten. Mit dieser Methode können Online-Shops zum Beispiel erkennen, ob Nutzer die Website vorher schon einmal besucht haben und welche Produkte sie sich damals angesehen haben. Auch fies, Websites können erkennen, mit welchem Gerät gerade gesurft wird. Klassischerweise werden Flugtickets teurer, wenn man sie von einem Apple-Gerät aus bucht. Denn scheinbar haben Apple-Nutzer statistisch gesehen mehr Geld oder geben es zumindest bereitwilliger aus. Echt ganz schön viel, was Unternehmen heute schon von dir wissen. Wie sich das in Zukunft weiterentwickelt, mag ich gar nicht absehen. Aber hier sind mal ein paar Gedanken. Drohnen, selbstfahrende Autos und Smart Homes haben Sensoren und vor allem Kameras, die ständig laufen und Bilder aufnehmen. Machine Learning-Algorithmen sind heute schon in der Lage, Gesichter auf Überwachungskameras zu erkennen, selbst wenn diese zum Teil verdeckt sind. Auch Smart Buildings, also Gebäude, die mit Sensoren und dem Internet of Things ausgestattet sind, werden nach und nach Realität. Wir sollten also regeln, wann welche Daten gespeichert werden dürfen und auch, wie für den Schutz dieser Daten gesorgt werden kann. Glücklicherweise passiert nun bald auch endlich in der Gesetzgebung etwas. Ab dem 25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung angewendet und löst damit Richtlinien von 1995 ab. 1995 gab es weder Google noch Facebook und dementsprechend veraltet sind diese Richtlinien auch. Noch wichtiger, diese Verordnung gilt für alle EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen und es wird eine zentrale Anlaufstelle für Datenschutzfragen geben. Im Vergleich zur aktuellen Situation, in der sogar einzelne Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben, ist das ein riesiger Fortschritt. Aber neue Gesetze reichen nicht immer aus. Wer sich und seine Daten schützen will, muss aktiv werden. Und trotzdem ignorieren viele das ganze Thema einfach. Denn was will man schon dagegen tun? Man muss diese Dienste ja praktisch nutzen, wenn man nicht vom heutigen digitalen Sozialleben ausgeschlossen werden will. Also akzeptiert man, dass man ständig beobachtet und Daten auf ewig gespeichert werden.
Man versucht nicht daran zu denken und ich nehme mich selber da nicht raus. Ich drücke auch oft ein Auge zu und lebe als YouTuber sogar noch öffentlicher als die meisten. Dabei kann man einiges tun, um mit seinen Daten verantwortungsvoll umzugehen. Erstens. Wichtig ist erst einmal, ein Bewusstsein zu schaffen. Nachdem ihr dieses Video hier gesehen habt, seht ihr das Internet hoffentlich mit etwas anderen Augen. Denn alles, was man in ein elektronisches Gerät tippt, kann prinzipiell für immer gespeichert und von anderen fremden Menschen gelesen werden. Zweitens. Nichts ist umsonst. Wenn ihr auf einer Plattform kein Geld zahlt, dann seid ihr das Produkt. Durch Werbung oder den Verkauf eurer Daten, irgendwie muss jede Firma Geld verdienen. Das ist nicht immer etwas Schlechtes, aber es lohnt sich zu hinterfragen, was das eigentliche Ziel einer bestimmten Website oder App ist. Drittens. WhatsApp und Instagram benutzen fast alle, die ich kenne. Facebook verliert hingegen unter den jüngeren Internetnutzern schon wieder an Beliebtheit. Was aber nicht alle wissen, alle gehören zum selben Konzern. Facebook hat Instagram 2012 und WhatsApp 2014 gekauft. Und auch wenn Facebook die Nachrichten auf WhatsApp nicht lesen kann, werden die Metadaten analysiert. Wann du mit wem schreibst, sind wertvolle Informationen. Alternative Dienste bieten oft mehr Datenschutz. Neben WhatsApp gibt es auch Telegram oder Signal. Anstelle der Google-Suche hilft auch DuckDuckGo. Und mit Linux hat man im Vergleich zu Windows viel mehr Kontrolle über das eigene Betriebssystem. All diese Schritte sind aber ein wenig aufwendig und unkomfortabel. Und selbst wenn man das alles gemacht hat, ist man immer noch nicht hundertprozentig sicher vor der Datensammelei. Ich habe doch nichts zu verbergen, höre ich häufiger als Argument. Das können die ruhig wissen, interessiert sich doch eh keiner für meine Vorlieben. Aber genau da möchte ich widersprechen. Denn deine Daten gehören dir und niemand anderem. Das Internet ist eine der wunderbarsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte und wir sollten ein Recht darauf haben, diese Erfindung zu nutzen, ohne unsere Privatsphäre dafür hergeben zu müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft Grenzen und Regeln festsetzen, an die sich Unternehmen zu halten haben. Das Internet ist inzwischen kein Neuland mehr, aber wir müssen weiter daran arbeiten. In diesem Sinne, bleibt neugierig, euer